Ja, willkommen zu meinem Neben-Let's Play neben Serious Sam HD. Ich bin's wie euer Black Ripper. Und ja, ich habe mir mal überlegt, neben Serious Sam HD ein Nebenprojekt zu machen. Und zwar Banjo-Kazooie. Ich habe innerlich mit mir gerungen, ob ich den ersten oder den zweiten Teil machen soll. Wo es beim zweiten Teil Probleme gab und ich das erstmal noch testen wollte, wegen einem Emulator, danke Emulator, habe ich mir überlegt, mache ich beide Teile. Und hier ist jetzt erstmal eine kleine Vorschau zu Let's, also okay, keine Vorschau, sondern die ersten paar Parts zu Let's Play Banjo-Kazooie. Früher als Kind habe ich dieses Spiel bis zum Erbrechen gezockt, also kann es auch gut sein, dass ich hier wirklich 100% spiele. Weil ich habe das Kind bis zum Erbrechen gezockt, ich kenne jedes Level noch, So, und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt wo ich mir den Emulator runtergeladen habe, also ich ihn endlich gefunden habe, von damals. Früher habe ich es auf der Konsole gezockt, aber jetzt habe ich endlich den Emulator gefunden, habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das auch als Let's Play. So, und wir fangen jetzt mal an. Welchen Spiel? Ja, wir nehmen den. Guck mal, Banjo ist auch ein Let's Player. Nein, also, so, wir starten jetzt mal und gucken, was passiert. Oh, ein Schloss. Cutscene. Cutscenes sind immer gut. Also ich entschuldige auch ab und zu, Grafikfehler können durchaus mal auftreten, das liegt aber an meinem Emulator. Das bitte ich zu entschuldigen. Dingbot, mein Kessel, sag geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Doch, da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Tut, sie ist der süßeste Kleine. Sie ist die hübscheste von allen. Was, du mieser alter Kessel? Ich mache aus dir einen Sessel. Tutti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Dem Biest werde ich es zeigen. Oh, klingt böse. Yeah, kleines laufendes Mädchen. Wie süß. Hallo, Tutti. Was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Boah, ich kann so hoch gar nicht sprechen. Ja, ist wieder am Schlafen. Was soll er auch anders machen? Wach eigentlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Klar, Kazooie weiß, dass es ein Spiel ist. Sie weiß alles. Sie ist awesome. Aus Tutti mache ich ja Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ja. Sie beleidigt ihre alte Mutter. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort, oben, am Himmel. Das glaube ich nicht. Sie benimmt sich wie Peach. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Sie benimmt sich genauso wie Peach. Irgendwas kommt auf sie zu. Sie interessiert sich nicht dafür. Sie läuft nicht mal weg. Oh, da hilft kein Gekratze. Ich mache aus dir eine Fratze. Mach hin, ich will zocken. Ja, leider kann man das Intro auch nicht skippen. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Banjo war eigentlich... Oh, okay, jetzt habe ich es doch geskippt. Naja, gut. Who cares? So. Wir fangen jetzt an und stauben auch gleich mein Extra-Leben. Ach nee, das können wir gar nicht. Wir müssen erst mit Bottles reden. Ja, bla bla bla, who cares? No one cares, you Gelaber. Komm. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist mein Freundin Kazooie. Komische Freundin, könntest du sprechen? Besser als du, Hasenhirn.
Was war das für ein Gelärm, wo meine Schwester Toti? Die Mini-Hexe Gruntilda vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Toti. Wohin ist die Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schrägen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Muslim wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Wir drücken natürlich B. Wir schaffen es ohne deine Hilfe. Wie ihr meint. Ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns auf dem Spiral Mountain. So, und jetzt stauben wir schon das erste Extra-Leben ab. Nein, nicht so weit, Mann. Springst du so weit, du Trottel. Ach komm schon. Sei kooperativ. Danke. Fang nicht schon gleich am Anfang des Spiels an, so ein Arsch zu werden. Sonst wären wir keine Freunde, Benjo. Glaub mir. Kabam! Und schon ein Extra-Leben. Wow, das ging schnell. Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Schön, who cares. So, also wie gesagt, wenn ich Banjo Riesenkarotte. Böse Riesenkarotte. Also wenn ich Banjo Kazooie durch hab, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch noch Banjo Tooie, also den zweiten Teil für Nintendo N64, den werde ich dann noch nachliefern. So, hier können wir gleich einen riesen Salatkopf kaputt machen. Scheiße. Wie machen wir den nochmal kaputt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, geh weg. Don't touch me. Wie wäre das nochmal? Er ist böse. Ja, würdest du mal... Genau. Honigwabe. Leere Honigwabe. Also, wie ihr da unten schon sehen könnt... Gestatten, Honigwabe. Sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Ja, wie er schon gesagt hat, wir kriegen dann 1 Energie mehr. Ob wir das wirklich brauchen, weiß ich nicht. Kabam! So. Die machen wir jetzt erstmal alle kaputt. Ich glaube, dann gibt es auch nochmal eine leere Honigfarbe. Ja, wusste ich es doch. So. Auf zur 3. Honigfarbe. Wo die ist, weiß ich auch. Also wie gesagt, ich weiß so ziemlich alles in diesem Spiel. Also dürfte das locker ein 100% Run werden. Wo mal einem das ja auch alles angezeigt wird, was man machen kann. Und was man alles suchen muss. So, und du stirbst. Und da oben haben wir auch eine. Ich bin eine leckere Honigwabe. Und ich stecke voller Energie. Ja. So, schon die 3. Und dann die 4. ist hier im Wasser. Ich glaube, hier in der ersten Welt konnte man sogar schon 6 sammeln. Bin mir aber nicht so ganz 100%ig sicher. Ja, auf jeden Fall hier unten im Wasser war eine drinne, das weiß ich. So, komm, mach hin. Roll ein bisschen schneller und hör auf immer zu stoppen. Das ist annoying. Also, da ist er. Da. Ha, ich hab dich gefunden. Biatsch. Tauchen. Wie wär's mit Tauchen? Ah, danke fürs Tauchen. So, komm. Thank you. Kabam! Na, okay. So, jetzt hier raus. Hoch da. Komm. Danke. Ach, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Nein, ich will nicht runter. Ach Gott. So, ach hier. Gut, dann ist da hinten beim Wasserfall.